Wird der Eingriff fortgesetzt, legt der Arzt mit den OP-Instrumenten die Prostata inklusive der Kapsel um die Vorsteherdrüse und die Samenbläschen frei. Die umliegenden Nervenstränge werden dabei nach Möglichkeit geschont, um die Erektionsfähigkeit zu erhalten. Durchschnitte am Blasenhals, am Blasenschließmuskel und am Samenleiter trennt der Arzt das erkrankte Gewebe heraus. Er lässt gegebenenfalls einen Schnelltest der Geweberänder durchführen, um herauszufinden, ob der Tumor vollständig entfernt wurde. Das Ende des Samenleiters wird verödet. Ein weicher Kunststoffschlauch, der sogenannte Blasenkatheter, wird durch die Harnröhre in die Harnblase eingeführt. Das verbliebene Ende der Harnröhre wird mit einer Naht direkt mit dem Blasenhals verbunden. Dann verschließt Ihr Arzt den Einschnitt im Operationsgebiet mit einer Naht.